Hier ist Lili, ihr kennt mich ja, und jetzt geht's los. Wir machen ein bisschen Langhanteltraining, circa eine halbe Stunde. Alle großen Muskelgruppen spreche ich damit an. Macht einfach 1:1 mit. Ihr braucht eine Langhantel, ein kleines Gewicht für das Warm-up. Ihr braucht etwas größere Scheiben. Denkt dran, auch der Trizeps ist drin, nicht zu groß stellen. Okay, habt ihr keine Langhantel? Gar kein Problem, dann einfach Wasserflaschen, füllt die mit Sand, arbeitet einfach mit Gewichten, die ihr irgendwie zu Hause habt, einzelne Hanteln oder einfach mit eurem Körpergewicht. Das meiste geht wirklich ohne Langhanteln. Okay, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ihr könnt auch dieses Training zweimal hintereinander machen. So habt ihr eine Stunde ungefähr und seid dann voll im Training und ausgelastet. Lass uns loslegen mit dem Warm-up und 5 Sets folgen. Supi. Okay, nimm das Gewicht auf. Rollt die Schultern nach hinten, fester Stand. Und ihr rudert es darum. Zieh. Zurück. Und hoch. Nochmal bis zum Knie. Zum Bauchnabel. Zurück. Und hoch. Bleib in dem Tempo von der Seite. Hoch zur Bauchnabel, die Ellbogen eng und hoch, sehr gut. Der Rücken ist leichter. Das Ganze etwas schneller jetzt. Singletanz, 4, 3, 2 und hoch. Knie, Nabel, Knie und hoch. Weiter geht's. Okay, wollt ihr mehr? Kein Problem. Triple Roll, set und für 3, 2, 1. Hoch und weiter für 3. Spannung zwischen die Schulter bitte. Wir werden aktiv unsere Rücken. Bleibt dabei. Nochmal. 3, 2, 1. Das Ganze zwischen den Schulterblättern kribbeln. Letztes Mal. Neuer Move. Denn if slow. Verbeug dich. Langsam. Tief. Tief und hoch, 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 hoch. Bleib dabei, die Schultern bleiben hinten, ganz kontrolliert und hoch, hoch. Die Zeit ist von der Seite, Hippel langsam nach vorne, aus der Hüfte, die Knie bleiben gespannt. Nochmal, slow. Sehr gut. Das Ganze etwas schneller, single time. Tief. Beug dich nach vorne und spür, wie der ganze Rücken sicher wird. Lass die Arme hängen, aber lass dich nicht hängen. Okay, nochmal. 4, 3, 2. Letztes Mal Arm, right vor der Stelle hochziehen. Hoch, hoch, hoch. Stop, hoch. Tief, tief, tief. Sehr gut. Schieb die Hände nach außen. Bleib schön in deinem Körper. Erwärme deine oberen Rücken, erwärme deine Schultern. Und zieh nochmal hoch bis unter Brustmuskel. Single time. Sehr gut. Sehr schön. Brust ist weit geöffnet. Der Blick nach vorne. 2 mehr. Wir gehen uns in den Griff. Stange nach oben und zack. Hoch, zurück. Und tief. Komm unter die Stange. Drück die Ferse in den Boden und schieb die Stange ein bisschen für dich nach oben. Jetzt für 3, 3, 2, 1. Nochmal hoch für 3, 2. Stange in den Nacken. Breit verstanden ziehen raus. Squat ziehen. Setz den Po schön weit zurück. Die Brust bleibt stolz und aufrecht. Und das Becken schiebt sich weit nach hinten. 3-mal runter. 3, 2, 1 und los. Wenn du hochkommst, bleib mit mir in Spannung zocken. Letztes Mal. Rechtes Bein weit nach hinten. Long slow. Tief, 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 hoch, hoch, langsam. Auch hier bleibt im
Abschulteam singen. Sehr gut, weiter. Noch 4, 3, 2, wechseln das Bein. Slow down, feet, now down. 90 Grad. Achte auf das vordere Knie. Das Becken wird stärker. Singen. Work out, play out. Weiter geht's. 4, 3, 2, stand in. Und weiter zu Tag noch immer. Richtig weit. Die Knie schieben sich nach außen. 4 mehr. Und wir sind schon fast mit dem Warm-up durch. Letzter Stop, stand in. Letzter Move, Warm-up. Unterhand griff, Schulter weit. Sit down, Bizeps. Langsam tief und langsam hoch. Bleibt dabei.
hoch. Einmal mehr. 4, 3, 2, 1. Das gehen wir. Und das kurz, dann da tief. Deck nach hinten. Und 4, 3. Merkt ihr was? Ihr brennt schon ein bisschen, ne? Das ist wichtig. Da kommen wir heute. Okay. Schneller Single Time. 6 Sekunden zurück. Brust aufrecht. 4 starke Beine. 5 noch mehr Power. Die uns durch den Lockdown führen. Weiter so weit. Schwimmen jetzt. Und hoch. Spürst du die Spannung von unten? Unten. Okay, Knie hinter den Zehen. Wichtig ist, das Bein nach hinten sich reinzusetzen. Und nochmal. Tief, tief, tief und hoch. Zweimal mehr. Letztes Mal. Okay. Letztes Set. Und noch Runde. Deadlift. Bleib aber langsam, schwimmen wir nach hinten. Und zieh, zieh. Kontrolliere das Gewicht mit der Rückenmuskulatur. Hoch, hoch. Nochmal schneller. Jetzt. Yes. Bleib dabei. 4, 3, 2. Langsam tief. Einmal nach unten nochmal. 4,
drei, zwei, eins. Letztes Mal in diesem Tempo. Spür die Spannung etwas höher. Okay. Two and two. Hoch, hoch, tief und tief. Brustkorb ist aufgerichtet. Volle Konzentration in die Arme, in die Bizeps. Letztes Mal. Ein paar Sekunden hinterher. Und die Triple nochmal. Drei, zwei, eins. Drei, zwei. Nicht mogeln, nicht die Ellbogen in die Hüfte stellen. Bleib schön fest. Hol die ganze Kraft. Auf die Bizeps. Drei, zwei. Okay, ein letztes Mal. Wir gehen nochmal in den Finger Press. Drei, zwei, eins. Schön haben wir die Stange. Drei, zwei, eins. Nochmal. Drei, letztes Mal. Stop. Lösen. Okay, jetzt sind wir soweit hier durch und brauchen den Step. Hast du kein Problem? Leg dich auf den Boden, auch hier ist der Reibungs begrenzt. Nimm den Step oder leg dich auf den Boden. Greife die Langhanteln weit aus. Leg dich komfortabel auf den Step. Und beginne von unten 90 Grad langsam. Geht. 3, 2, drück nach oben bis zu den Boden. Tief, tief, tief. Nochmal. Achte mal auf deine Ellenbogen. Wenn du tief kommst, stoppst du über das Bett oder auf den Boden. Geht. 3, 2, 1, und tief, tief. Letztes Mal in diesem Tempo. Und ich sprich von dir weg. Und öffne die Brust weit, wenn du tief kommst. Schneller Single. Drücken und die Brust nach oben weit aufmachen. Die Ellbogen knapp unter deiner Brust, denn da geht das Training hin. Deine starke Brust. Okay, start. Durch nach oben. Schmaler breit, Schulter breit, aber den Bizeps. Super, laut zu stehen. 4, 3, 2, 1. Kontrolliere die Ellbogen. Die bleiben schön eng. Nochmal 4, 3, 2, 1 und hoch. Die Ellen driften nicht auseinander. Jetzt geht die ganze Power in den Trizeps. Etwas schneller. Single time. 90 Grad ist die Beuge und die Ellenbogen bleiben eng. Okay, letztes Mal. Schwimmen wir jetzt zu stehen. 4, 3, 2, okay, merkst du, dass du zu uns bereits kommst, dann ziehen wir noch mehr die Bauchmuskulatur ein. Arbeite sauber im Oberkörper. Noch einmal. 3, 2, 1. Es ist schwerer im Erstpass, das ist gut. 2 mehr. 3, 2. Noch einmal. Okay, dann zum zweiten Zentrum. Halte mal aus, dann den Schein. Ganz aktiv und wir starten jetzt. 4, 3, 2, 1 und ein Tempo. Das ist schwer, aber das ist gut. Komm weiter mal. Also 4, 3, 2, 1, hoch, hoch, hoch. Okay, wenn du noch mehr willst, press dich schneller zusammen und noch mehr Power raus. Single time. Sehr gut. Ellbogen nach außen. Weg nach vorne. An die Range. 4, 3, 2, und stopp. Letztes.
Arm die Ellbogen bleiben zusammen. Dann Ellbogen bleibt mit den Schultern gelenkt. Die ganze Zeit. Letztes Mal. Triple Bulls. Wir sind hier schon in diesem Set fast am Ende. Kannst du nochmal die letzten Male durch? 3, 2, 1. Letztes Mal. Stopp. Okay. Bauchtraining. Bleib auf dem Boden oder bleib auf dem Step. Zieh den Aufwand ein. Kopf den Oberkörper hoch. Und easy Russian Twist. Rüber und rüber. Und ziehen und ziehen. Jetzt den Hips locker mit Fingerspitzen anstellen. Und wir bleiben dabei. Komm ruhig ein bisschen tiefer. Dann wird es schwerer. Und der Retiro. Bleib dabei. Hier sprechen wir die Schenkelbauchmuskeln an. Letztes Mal, Stopp, zweiter Move. Let's lift. Beginnen wir hier. Halte dich ruhig am Stand fest. Und tief, tief, tief langsam hoch. Kontrolle über die Bauchmuskeln. Das wird mir das geht gar nicht. Kein Problem. Verbeugen die Beine. Hoch, hoch, und tief, und tief. Okay, noch einmal. Wie wenn es den ersten Move rush und tief. Hoch, Oberkörper zu den 45 Grad. One step. Dreh dich von Seite zu Seite. Viermal mehr. 4, 3. Sein. Letztes Mal. Beine strecken. Bauch reinziehen. Wir sind vor dem Backup-Step. Langsam. Finde dann eines Treppen hoch. Aber bleibe schön kontrolliert. Und zieh den Bauchnabel ein. Wir haben es geschafft. Tief. Hoch. Ich habe dir auch die Ausgehmöglichkeit zu zeigen, wenn es zu schwer sein sollte, die Beine bereit. Und stopp. Okay. Noch ein kleines Cooldown. Zum Abschluss. Nimm die Arme nach vorne. Streck die Arme und setz den Po weit zurück. Komm in die Kniepose. Atme tief durch.